dieser Chlore. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Support-Video, wo wir euch erklären wollen, warum eigentlich Zuckerloris Unterstützung braucht. Das war übrigens der ultra krass geheime Zuckerholiker Z-Handshake. Den dürft ihr nur machen, wenn ihr Zuckerholiker seid. So, so sieht sie nämlich aus. Und da müsst ihr ihn erstmal hinkriegen, denn wir haben ihn ungefähr 8-mal geprobt gerade und er hat ungefähr einmal geklappt. Aber nutzen wir die Chance, wenn er schon mal geklappt hat, euch zu erklären, warum sind wir eigentlich bei Patreon mit Zuckerloris? Genau, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Und zwar, Patreon ist für uns eine ganz gute und wichtige Plattform, die wir halt brauchen, weil wir einen kleinen Vorinvest tätigen mussten, um erstmal einen Grundstock an Equipment anzuschaffen, um überhaupt YouTube-Videos produzieren zu können. Also man mag sich das vielleicht irgendwie ein bisschen einfacher vorstellen, dass man sich eine Webcam hinstellt und bla und irgendwas, aber wir gehen halt mit einem bisschen anderen Anspruch ran. Wir wollen halt 1080p, wir wollen 60 FPS haben, soll halt geil und crisp aussehen, richtig schöne 60 FPS YouTube Action Glory und so. Soll aussehen wie ein geiles Videospiel. Soll halt geil aussehen. Also warum sollte die Kamera schlechter sein oder die Kameraqualität schlechter sein als die Qualität des Spiels, das man spielt? Und das, Freunde, kostet leider alles so ein bisschen Geld. Wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, uns halt Equipment erstmal so ein bisschen zu leihen und uns halt da irgendwie Sachen anzuschaffen und bla und halt irgendwie kurzfristig mal Sachen zu bekommen. Aber selbst das ist auch mit Geld verbunden, logischerweise. Und das ist einfach ein Umstand, von dem wir gerne wegkommen würden, relativ bald. Und da kommt eben ihr ins Spiel. Und was passiert mit dem Geld? Das ist ganz einfach. Alles, was wir über Patreon, über PayPal oder andere Wege einnehmen, geht komplett quasi auf ein Sparkonto, das wir haben. Das heißt, wir verjuxen das Geld nicht irgendwie und machen davon Urlaub auf Bali. So viel wird es wahrscheinlich auch gar nicht werden. Aber wir werden es halt wirklich komplett so machen, dass alles, was reinkommt, kommt auf ein Sparkonto. Mit dem Sparkonto wird langsam aber sicher alles aufgebaut. Bedeutet, es gibt eine eigene Kamera, es gibt neue Mikrofone, es gibt ein besseres Mischpult, es gibt bessere Capture-Karten, es gibt mehr Capture-Karten vor allen Dingen. Wir haben sehr, sehr viele Pläne für Reihen, wo wir gleichzeitig spielen, wo man dann beides capturen muss. Aktuell sind wir dann noch ein bisschen eingeschränkt und so weiter und so fort. Nur, dass ihr halt wirklich wisst, das, was wir einnehmen, ist halt nicht irgendwie dafür da, dass wir davon eine geile Zeit haben. Auch wenn wir unsere Freizeit dafür nutzen, es ist wirklich komplett einfach nur dafür da, weggelegt zu werden, und wir werden alles, was reinkommt, eigentlich ausgeben für Technik. Und vielleicht mal für das eine oder andere Bier werden wir aufnehmen. Vielleicht für das eine oder andere Bier. Vielleicht. Ganz vielleicht. Ich habe gehört, Zuckerloris und Bier funktioniert ganz gut zusammen. Aber dazu, wie gesagt, nur vielleicht. Dazu kommen wir aber auch später noch. Ne? Ja. Ganz wichtig ist uns, dass alles kostenlos bleibt. Also wir haben natürlich unsere Patreon-Goals und so weiter. Und natürlich bekommt ihr was dafür, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, uns zu unterstützen. Aber auch für die Leute, die uns nicht unterstützen können oder wollen, aber den Content trotzdem ganz geil finden, den wir produzieren, wir schließen euch nicht aus. Also, und das ist so das große Schlagwort, das irgendwie über allem schwebt, so, wir wollen niemanden ausschließen. Ne? Wenn ihr Bock habt, den Scheiß zu gucken oder so, dann guckt den Scheiß. Ne? Und so soll es auch bleiben und so wird es auch bleiben, da müsst ihr keine Sorgen haben. Das ist halt das Wunderschöne, wenn ihr halt sagt, ihr habt gerade kein Geld da oder ihr möchtet vielleicht auch kein Geld bezahlen, vollkommen okay, dann unterstützt uns anders, teilt uns via Twitter und Facebook, kommentiert unsere Videos, macht einen Daumen nach oben. Es gibt so viele Wege, sich zu beteiligen und Spaß mit uns zu haben, auch wenn ihr vielleicht sagt, okay, Patreon geht gerade nicht. Sollte es aber den einen oder anderen von euch geben, freuen wir uns natürlich sehr. Es gibt natürlich auch Milestones, die wir haben. Bedeutet, sollten wir zum Beispiel $50 im Monat über Patreon einnehmen, gibt es auf unserer Homepage zuckerloris.de einen einmal die Woche noch Text. Das heißt, wir setzen uns hin, schreiben Artikel, große Kolumnen über die ganze Welt der Videospiele. Das ist vollkommen verschieden von lustigen Kolumnen über vielleicht auch mal ein Spielreview, keine Ahnung, da gucken wir. Wir haben ein paar Freunde am Start, die schon mitschreiben würden. Wir müssen nur ein bisschen Geld dafür halt haben, damit wir denen auch ein bisschen was geben können. So ganz umsonst geht das nicht. Wieso lachst du schon wieder so dreckig? Ich finde lustige Kolumnen gut. Lustige Kolumnen sind lustig. Genau, machen wir weiter. Ab $100 gibt es einmal im Monat ein AMA. Das nennen wir Fragoloris. Ihr könnt uns alle Fragen stellen, die ihr habt. Und wir werden euch einfach Frage und Antwort stehen. Das kann zu kommenden Projekten sein, das kann auch sein, Hilfe, mir wachsen da zwei komische Lippen unten rum. Was machen die eigentlich? Also wir sind da auch gewillt, das lustig zu machen. Wir beantworten einfach so viele Fragen, wie geht. Dann geht es weiter. Antwortet. So, ab $250 im Monat fangen wir an, dass wir noch größere Intros bauen. Wir haben jetzt ein schönes kleines Intro, was du gebaut hast, haben aber eine Software in Aussicht, mit der wir auch kleine Animationssachen machen können und vielleicht sogar so Comic-Videos und so ein Kram. Das würden wir gerne tun. Das kostet nur leider, weil wir müssen dafür Grafiken erstellen lassen. Das können wir nicht. Und niemand klaut gerne Software. Genau, deshalb. Da brauchen wir halt einfach ein bisschen Kohle, damit das geht. Können dann noch gucken, ob wir vielleicht eine Zeichentrickserie oder so einen Scheiß machen. Das wäre sehr, sehr witzig, wow, eigentlich. Okay, ja. Aber gucken wir mal. Ab $500 gibt es sogar noch ein drittes Video pro Woche. Aktuell sind ja zwei eingeplant, Samstag und Mittwochs, nicht montags, immer um 16 Uhr.
Und wenn wir halt es schaffen, $500 im Monat zu kriegen, dass wir die Technik aufrüsten können, dann können wir natürlich auch sagen, okay, dann investieren wir noch mehr Arbeit pro Woche in unsere Freizeit und machen das für euch. Noch mehr Videos für euch. Mehr Zirkulores. So und dann wird es abstrus. Ab jetzt sind die Planungen so Sachen, die niemals passieren werden. Bambi, denkt dir etwas aus, was niemals passieren wird. Okay. Genau. Also $1,000 pro Monat wird ein 24-Stunden-Livestream sein. Einmal pro Jahr mindestens. Wahrscheinlich öfters. Wir werden eh zwischendurch mal streamen, wenn wir die Zeit haben. Das können wir noch nicht fest sagen, aber wir werden es tun. Wie gesagt, ab $1,000 im Monat gibt es mindestens einmal im Jahr einen großen 24-Stunden-Livestream mit Geschenken und mit ganz viel Verlosekram für euch. Vielleicht sogar irgendwo, dass man dabei sein kann. Wissen wir noch nicht. Ab $1,500 im Monat gibt es einmal im Jahr mindestens eine große LAN-Party, die wir organisieren. Wir haben schon Kontakte geknüpft, also es würde funktionieren, inklusive einer kleinen Live-Show, dass wir quasi sagen, von Freitag bis Sonntag wäre eine LAN und wir würden halt Freitag und Samstag abends Live-Programm machen, irgendwie 2-3 Stunden mit Zirkulores, vielleicht auch mit der Kappa-Show von Gameswelt oder auch die Gameswelt Live-Dudes dazu holen. Und ab $2,000 wird super abstrus. Ihr werdet dabei. Und ab $2,000 wird super abstrus. Ab da fangen wir an, unser eigenes Bier zu vertreiben. Das gute Zirkoholiker-Bier. Aber das wird niemals passieren. Das ist ein Traum, den ich schon immer mal erfüllen wollte. Kein Scheiß, wir haben inzwischen... Ich will mein eigenes Bier haben. Wir haben inzwischen... Irgendwann, irgendwie. Wir haben eigene Bierkrüge hier stehen, die wir uns haben drucken lassen. Die gibt es noch nicht zu kaufen, leider. Wenn ihr darauf Bock habt, können wir da mal drüber reden. Aber also, wir haben eigene Bierkrüge inzwischen. Aber vorerst gehören die uns. Vorerst gehören sie uns. Guck mal im Internet, was es kostet, eigenes Bier zu brauen. Ja, das wird geil. Das wird richtig lustig. Das wird mega gut. Und dann betrinken wir uns alle mit Robin Breu. Aber wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Wer jetzt vielleicht sagt so, hey, was kriege ich denn fürs Plätschen auf Patreon? Wir haben verschiedene Stufen. $15 ist die höchste. Guckt einfach mal hier rechts an den Rand. Wir haben unter anderem so Sachen wie, ihr kriegt ein T-Shirt von uns bemalt als Unikat. Es gibt dazu noch die Möglichkeit, sich Spiele zu wünschen, die wir spielen, aus denen dann gelost wird. Ihr kriegt Klingeltöne einmal im Monat von uns. Ihr kriegt ein Dankesvideo, wo wir einmal eure Namen komplett vorlesen. Und es wird auch sehr, sehr witzig. Und wenn wir die $250 knacken, können auch unsere Animationen das vorlesen, die dann reden. Das wäre sehr, sehr süß. Ihr kriegt Zugriff auf das Patreon-Forum, wo ihr mit uns quatschen könnt und so weiter und so fort. Es gibt unfassbar viel tollen Stuff. Ihr könnt das Zirkulores-Intro einsprechen ab $5. Oh ja, da freue ich mich drauf. Das heißt, das wird fantastisch. Ihr könnt dann auch Zirkulores. Und das könnt ihr auch einsprechen, zwar wie ihr wollt. Einzige Bedingung ist, dass die Soundqualität okay ist. Ja, aber das kriegt ihr hin. Das kriegt ihr hin. Da reicht ein Handy. Wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das auch hin. Und dann macht ihr das und seid Teil des Videos und wir schreiben dann in die Videobeschreibung euren Namen oder euren Nickname, je nachdem. Und dann seid ihr Teil von Zirkulores. Uns geht es halt darum, dass ihr mit dabei seid. Und wer jetzt noch sagen sollte, hey, aber Patreon monatlich, das schaffe ich nicht, ich will nur mal ein bisschen was geben, gibt es auch eine Möglichkeit. Wir haben auch PayPal noch zusätzlich auf unserer Homepage und unter jedem YouTube-Video. Da könnt ihr einen Betrag spenden, wie ihr lustig seid. Und da haben wir noch, damit ihr da auch irgendwas kriegt, wenn ihr das macht, haben wir gesagt, jeder, der mindestens 3 Euro reinwirft, kann uns ein Bild dazu schicken von sich. Oder was auch immer. Und das Bild drucken wir dann aus und stellen es hier im Hintergrund hin. Also ob das jetzt eine Pinnwand wird oder eine Magnetwand, das wissen wir noch nicht. Aber momentan müssen wir nämlich noch 90er-Jahre-Trash-Videos im Hintergrund laufen lassen, weil wir noch keine schönen Bilder von euch haben, die wir da hinstellen können. Und sobald wir halt Spenden von euch kriegen, 3 Euro aufwärts, dann, wir nennen das Trinkgeld, ja, dann könnt ihr nämlich einfach euer Bild mitschicken. Das kann ein Bild von euch sein, das kann auch irgendein Scheiß sein, den ihr uns mitschickt. Solange es natürlich nicht verfassungsrechtlich irgendwie schwer wird oder irgendein Scheiß ist. Also ich hänge jetzt hier keinen AfD-Poster auf, sagen wir so. Aber solange es lustig ist, drucken wir das Bild dann aus und es kommt hier hin und es bleibt dann auch so lange stehen, wie Platz ist. Klingt jetzt doof, wenn wir jetzt natürlich 20.000 Spenden kriegen sollen, müssen wir irgendwie gucken, wie das geht. Aber wir versuchen, jedes Bild so lange wie möglich hängen zu lassen. Ja. 5-6 Sachen höre ich gerade zum ersten Mal, aber ich bin an Bord. Also, Robin hat mich überzeugt mit seiner Wahlrede. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich glaube, sonst gibt es nichts mehr viel zu sagen. So. Nö. Also wir freuen uns auf jeden Unterstützer, wir freuen uns aber auch auf jeden, der uns nicht unterstützt und einfach unsere Videos guckt. So ist es. Und ich glaube, damit ist ein guter Outpunkt für das Video gefunden. Genau, wir werden jetzt noch ein bisschen unsere eigenen Videos gucken, freuen uns, dass alles funktioniert hat und dass das Zirkulores so das Herzding ist, was wir jetzt beide machen können. Und dafür opfern wir gerne unsere Freizeit, wie gesagt. Wer Bock hat, ist mit an Bord. Und wer nicht kann oder nicht möchte, schaut einfach die Videos, gebt einen Daumen nach oben. Wir sind raus, Leute. Macht's gut.